Ein nachhaltiger Lifestyle hat auch der Timon Schnierl. Er ist gelernter Zimmermann, Mitte 20 und schon sein eigener Chef. Seine Spezialität ist es, mit platzsparenden Lösungen das Maximum aus einem bewohnbaren Raum herauszuholen. Angefangen hat alles mit seiner Liebe zum Reisen, wo er seinen eigenen Campingbus so richtig cool umgebaut hat. Etwas, was mich beim Campieren und mit dem Van unterwegs fasziniert, ist, dass man so fest in der Natur raus ist. Ich liebe es, unter freiem Himmel zu schlafen und auch in der Natur einfach unterwegs zu sein. Man ist wie näher bei Gott, wenn man in der Natur ist. Man sieht die grosse Schöpfung. Nach der Lehre und auch nach dem Militär hatte ich ein gewisses Budget und dachte, es wäre doch cool, ein eigenes Büsschen umzubauen. Und hatte weisse VW-Bus, da habe ich wirklich cool, um einen Camper umzubauen. Über eine recht lange Zeit haben wir eigentlich auch mein Wissen mit dem so ein bisschen angeeignet. I think the coolest part on this cupboard is my table. I just have to lift up this part and then I can convert this to a pretty cool and stable table. Mich hat es als Kind schon fasziniert, aus wenig Platz etwas rauszuholen. Und so haben wir mit meinen Eltern zusammen so ein Hochbett noch mehr erhöhen. Und darunter habe ich dann so einen Tisch eingebaut. Ich konnte meinen Laptop aufstellen und habe jetzt so meine Musikanlage installiert. Das hat sich dann halt durchgezogen und ich finde es noch immer cool, irgendwie aus wenig Platz Cooles anzustellen. Dieser VW-Bus ist Timons Arbeitsauto. Er hat eine kleine Küche eingebaut und eine Schlafgelegenheit immer mit dabei. Seinen weißen Campingvan hat er momentan für eine Woche vermietet. Auf einer mehrmonatigen Reise produziert Timon 2019 diesen Clip, in dem er den selbst umgebauten VW-Bus vorstellt. Nach kurzer Zeit generiert dieses Video mehrere hunderttausend Klicks. Das YouTube-Video, das so viral gegangen ist, das so viele Menschen gesehen haben, war für mich natürlich eine mega Überraschung. Ich habe nicht damit gerechnet. Und es hat für mich natürlich auch viele Türen nachher aufgetan, um mich selbstständig zu machen. Ich weiß bis heute nicht, warum das passiert ist. Ich glaube, es war einfach viel Gnade von Gott gewesen, dass, ja, oder Gunst auch, dass das wie hat passiert, dass so viele Leute das angeklickt haben. Dank der großen Nachfrage wagt Timon den Schritt und macht sein Hobby zum Beruf. Seit 3 Jahren ist Timon Schnierl selbstständig und nennt seine Firma Timey Homes. Mit Timey Homes mache ich vor allem Vans, die wir ausbauen für Kunden zu Wohnmobil. Ich mache aber auch Schreinerarbeiten für Kunden, Massivholzmöbel oder eben auch Vordächli, Pavillons bei Leuten zu Hause. Aber das, was ich am meisten mache, sind effektiv die Vans und Wohnmobil, die ich ausbaue. Ich finde es mega cool, dass man nicht so viel Platz zur Verfügung hat, aber gleich etwas mega Cooles schaffen kann. Für das man eigentlich jeden Ort ausnutzen kann. Man muss schauen, dass man an allen Ecken und Kanten Platz spart und irgendetwas Cooles rausholt. Oder einen Tisch, den du ausklappen kannst, der dann multifunktional auch noch den Kasten fertig macht. Der Bus ist von einem Kunden, er hat selber angefangen auszubauen und dann gemerkt, eigentlich würde er gerne die Möbel und die Einrichtung von jemandem Professionellen machen lassen. Vorher habe ich jetzt gerade das Schäftchen gemessen, wo wir hier oben machen, so Obstschränke, um dann Kleider drin versorgen. Die Arbeit von Timon fordert nicht nur handwerkliches Geschick. Er konstruiert auch 3D-Pläne, damit dann alles passt. Wenn ich ein Konzept entwickle, dann hocke ich häufig einfach ins Auto rein und mache mir Gedanken, wie könnte es gut funktionieren. Und dann hocke ich an die 3D-Software und zeichne es. Und so sieht man dann auch, was geht auf und wo gibt es vielleicht Sachen, die man noch anpassen, optimieren. Und so gibt es dann eine coole Sache. Die Projekte, die ich für meine Kunden mache, die lade ich dann häufig auch ins Internet, mache YouTube-Videos daraus. Wenn die Auftragslage mal nicht so dicht ist, baut Timon an seinem eigenen Tiny House. Tiny ist Englisch und bedeutet winzig, klein. Tiny Häuser sind eigentlich meistens auf Anhänger, also auf Rädchen oder eben in einem Container, um es einfach verschieben. Das heisst, man kann mit seinem ganzen Haus zügeln. Es ist auf einem kleinen Grundriss, das heisst, dass es weniger Energie braucht zum Heizen. Und eben cool ist auch daran, es gibt ein Holzöffel drin und ein Solarsystem aufs Dach, dass man eigentlich möglichst wenig abhängig ist von irgendwelchen anderen Stromnetzen oder Energiequellen und fast sich selber versorgen kann.
Ja, die Herausforderungen mit dem Tiny House sind sicher, man sollte ihn nicht schwer bauen. Man muss alles in einen kleinen Raum einbringen, man muss sich gut überlegen, was will man wirklich, was braucht man nicht. Und cool ist sicher, am Schluss hast du ein Haus auf 12 Quadratmeter ungefähr. Man kann so mega nachhaltig auch leben, auf kleinem Raum und hat trotzdem alles. Auf der rechten Seite entsteht der Rahmen für ein Doppelbett. Es gibt ganz viele Schubladen rein, die man hier aufziehen kann, eigentlich. Für viel Stauraum noch unter dem Bett, dass das Fenster immer noch aufgeht. Und dann das eine Bett, also hinter der Schublade, haben wir noch einen Bereich, wo man sonst nicht ankommt, oder? Und diesen Bereich kann man dann eigentlich mit einem Klappbett, es gibt dann noch so pneumatische Zylinder, dass es ein bisschen leichter geht, wo man wie einen grossen Kellerraum noch hat, um seine Sachen zu verstauen. Der Innenausbau des Tiny House bedarf vorerst noch etwas Vorstellungskraft. Neben Küche mit Gasherd wird es auch ein Bad mit Dusche und Trockentrenn-WC geben. Allein in so einem Häuschen leben würde für mich nicht in Frage kommen. Ich lebe in einer grossen Wege mit Freunden zusammen, die auch Jesus nachfolgen. Aber cool fände ich zum Beispiel, so Tiny Häuser zu leben mit anderen Tiny Häusern oder anderen Vans, alternativen Wohnformen und dann trotzdem eine Lebensgemeinschaft zu leben. Das Tiny House ist eigentlich vor allem, um mal Erfahrungen zu sammeln, um in den Bereich der Tiny Häuser ein tiefer einzutauchen und auch dort zu lernen und das nachher auch wirklich anzubieten mit so einem Erfahrungsschatz. Seit einem halben Jahr hat Timon einen Mitarbeiter Teilzeit angestellt. Der ausgebildete Schreiner kann Timon gut ergänzen. Momentan arbeiten sie an einem ehemaligen Armeelastwagen, einem Duro 6x6. Der Duro ist zu wenig hoch. Ich kann nicht ganz stehen da rein. Das ist 1,60 m. Das heisst, wir haben zusammen überlegt, was wir dagegen machen können. Und jetzt haben wir uns entschlossen, dass wir zusammen das Dach aufstocken werden. Wir werden das ganze Dach entnieten, anlupfen und neue Alu-Sandwich-Panels dazwischen reintun. Wenn wir es noch lupfen, das Möbel. Weil die Kühlbox sind jetzt etwa, glaube ich, 56 cm oder so. Das ist schon eine Höhe. Ja, genau. Und das ist ein bisschen bei so einem Projekt gibt es immer ganz viele Sachen, die man verschieden lösen kann. Und jetzt haben wir gerade besprochen, wie wir den Ofen hier werden einbauen, auf welcher Höhe, was macht Sinn. Weil es gibt auch so Wärmeschutzelemente dran, weil der Ofen relativ warm wird, dass keine Brandgefahr ist. Und darum gibt es immer so Details zum Lösen in so einem Auto. Mit seinen Umbauten bietet Timon den Kunden die Möglichkeit, ihren Traum vom alternativen Wohnen zu erfüllen. Ein Zweck von so einem Expeditionsfahrzeug, von so einem Offroad-Fahrzeug, ist natürlich, dass man mega autark sein kann. Und darum gibt es einen Holzofen hier, es gibt einen Petroleumherd, es gibt verschiedene Sachen, auch eine Solaranlage aufs Dach mit einer Lithiumbatterie drin, wo man dann auch mal ein grösseres Gerät anhängen kann, stromtechnisch. Es gibt eine Dieselheizung, verschiedene Sachen, dass man wirklich da rein leben kann und nicht abhängig ist von der Außenwelt. Das, dass ich immer wieder mit den Solaranlagen und unabhängigen Lösungen konfrontiert bin, kommen die Fragen von Energieknappheit, Krieg, Unsicherheiten mega auf. Und ich glaube, da gibt es mega viele Sachen, wo es auch gesund ist, sich vorzubereiten. Aber schlussendlich weiss man nie, was passiert. Und schlussendlich ist nichts Materielles von wirklich ewigem Wert. Und dort kann ich einfach wirklich mega Gott vertrauen. Ich muss mir keine Sorgen um morgen machen, weil ich weiss, es gibt jemanden, der hat alles im Griff. Viel mehr, als ich das je im Griff haben kann, auch wenn ich jede Versicherung abschliesse und jedes Backup im Keller stehen habe.